Ich habe willkommen zum heutigen Video, zu einem weiteren Video. Ich habe Matchmaking aufgenommen, ich habe Tarkov und hin und her alles in der Mache, aber ich schaff's heute nicht mehr, das hochzuladen. Es ist jetzt gleich 17 Uhr und es geht nicht mehr von der Zeit her. Deswegen mache ich noch ein Overwatch für euch, aber heute diesmal, beziehungsweise jetzt diesmal, wieder mit meiner Macht, sage ich mal, herauszulesen, was für ein Ding denn da jetzt eigentlich sitzt vor dem Bildschirm. Also ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist es ein Mensch? Ist das eine Ente? Man weiß es nicht. Und das werde ich jetzt wieder, ich werde es wieder versuchen zu aktivieren, dieses nicht Wissen, aber diese Macht eben, die ich habe. Damit habe ich schon einige ziemlich coole Sachen raushasseln können. Ich weiß, da haben wir schon 7-jährige Mädchen gehabt, die gecheatet haben und 3-jährige Vögel. Ja, mal gucken, was wir hier so am Start haben. Ich muss mich direkt bereit machen für Shift F2. Ich hoffe, es ist niemand, der ultra am Hasseln ist. Also jetzt irgendwie direkt so ein Anti-Aim-Dreck will ich jetzt bitte nicht sehen. Dankeschön. Nein, nein, hey. Dankeschön. So, Mirage, ja gut, warum auch nicht? Na, schön, dass es Mirage ist. Schon mal kein Spin-Botter, beziehungsweise eben Anti-Aimer-Spin-Bot gibt's ja scheinbar gar nicht mehr. Wir gucken mal. Ich muss erstmal ein bisschen gucken, damit ich herausfinden kann, ob und wie sich hier dieses Geschlecht überhaupt niederschlägt. Vielleicht ist es auch ein Twitter, man weiß es nicht. Oder ungeschlechtlich. Geschlechtslos. Also... ich würde sagen, er, sie, es aimt noch recht normal, ja. Ein schöner Headshot. Wo ist denn die Maus? Von der Kacke? Hey, Mäuschen! Maus! Fuck, die Maus ist weg. Warte mal, da oben ist der zweite Bild. Hier. Ich muss kurz wegklicken, weil sonst kann man Tab nicht öffnen. 13.5. Sieht normal aus. Beim anderen 15.5, da kann man... Sie haben schon einen Bot. Ähnliches Verhalten etwa wie vorhin. Was? Dass er oder sie jetzt anfängt zu cheaten, wenn es... Es sieht aber gut aus, denn noch am Anfang des Spiels eigentlich 8-3. Die haben ja praktisch erst eine Runde gespielt, also in der Theorie. So, die letzten zwei Tees gehen Richtung B. Und da erkennt man doch schon ganz langsam das Geschlecht um die Ecke aimen, vor allem am rechts aimen. Da sieht man auf jeden Fall, dass es eine Frau ist oder zumindest ein weibliches Ding. Wir gucken mal weiter. Schon mal mit dem Molly in der Hand den Nate angebrannt. Sehr, sehr gut. Hat der wirklich super funktioniert. Was ist das hier für eine Silber-Elo? Jetzt schießt sie da drauf. Verdammte Kacke! Ich weiß gar nicht, was damit jetzt geplant war. Wollte sie jetzt echt diesen Kerl abfackeln, der hier war? Das ist doch ein großes Papalapap, oder? Naja, schauen wir mal. Sie fängt an zu sneaken. Mate steht ihr im Weg. Also dafür würde ich jetzt keinen Grief drücken. Es war zwar echt ein bescheuerter Wurf, aber es sah jetzt nicht geplant aus. So von wegen, hier, Mate, ich möchte dir jetzt irgendwie Schaden zufügen oder so, deswegen werden wir das erstmal lassen. Ich meine, dass sie eine Boutique hat. Seht ihr das auch? Ich glaube, sie hat eine Boutique. Für Fingernägel. Also für getragene Fingernägel. Die Leuten entnommen wurden bei, keine Ahnung, Obduktion oder sowas. Was macht sie denn jetzt? Rumchillen! Na gut. Erstmal schön die Hacks sortieren, ne? Fräulein. Oder neue Fingernägel antackern. Also ein T ist auf Mitte, geht Underground, ist, der andere ist aber auf Short. Ja, der geht gerade in den Netherroom rein. Ich gucke gerade auf die Mate. Oben, Upper Mid sind noch drei, da unten läuft jetzt einer davon. Jetzt, wo die Hacks eingestellt sind, was ist hier eigentlich mit der Leckerei los? Kann man natürlich loslegen. 65, oh mein Gott, guckt euch mal diese Pinks hier an. Naja. Warum auch nicht, ne? Mal sehen. Also jetzt gehen welche Richtung A? Es scheint so, als hätte sie jetzt mit dem geguckt. Okay, oh, Gottes Willen, was ein... Der hat ja einen richtigen Flick nach hinten gemacht, weil er so umgeflogen ist. Da wollte ein Backflip mal am Arsch. Komm, mach jetzt den da oben down. Also wenn da jetzt schon wieder ein Headshot reingeht, Fräulein, dann fange ich aber an zu lachen, aber laut. Mach mal kurz langsam. Hör auf zu laggen, widerlich. Halt, stopp, jetzt rede ich. Nicht, dass sie mit einem Fake-Lag spielt. Wisst ihr, wenn sie an die Leute rangeht, dass sie dann den Lag zuschaltet? Wow! Ich hab gar... War der Gegner überhaupt in... Hä? Wie war denn jetzt der Gegner in Sichtweite überhaupt? Die Headshots sind schon ziemlich krass. Also, es passt halt schon wieder gar nicht zusammen, dieser Molly vorhin und gewisses Movement und Crosshair-Placement, das wirklich eher schlecht als recht ist. Und dann kommen diese Shots, diese... Es war jetzt nicht Shots eines Gottes. Langsam um die Ecke aimen und dann abdrücken, wenn der Kopf in Sichtweite ist, kann man auch auf Silber-Elo machen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da sind schon echt diverse Headshots dabei. Langsam würde ich doch Richtung Grief gehen. Dieses Rumstehen.
also vorhin Lloyd Maid anmollieren. Da hätte sie möglicherweise einen Grief gedrückt bekommen können. Dann ist sie vorhin AFK rumgestanden, jetzt steht sie schon wieder AFK rum. Schaut mal, wie lang die Runde schon geht. Wie lange geht eine Runde? Mal 2 Minuten oder 1,5? Sie steht jetzt schon Minimum 30 Sekunden da rum und macht nichts. Und vorhin ja auch. Also ich denke, in Grief kann man da wirklich bedenkenlos drücken. Die Mates stehen echt sauber. Guck mal hier, B in Window, beziehungsweise, ja doch, im Window, der eine auf Stairs und der andere. Ich habe ja die Maus, wenn ich das hier wegmache, dann seht ihr die Maus, glaube ich. Ja, die stehen wirklich ganz gut. Aber sie hier hinten AFK, ich weiß nicht, was sie damit bezwecken möchte. Vielleicht wurde sie gerade angerufen von ihrer Boutique. Hör mal auf, so schnell zu rennen. Um Gottes Willen, hallo, hallo, hallo. Warum spule ich vor? Ich wollte ganz kurz sagen, Speedtech? Lächerlich. Was war das für eine lächerliche Code-Runde, bitteschön. Also es steht 10-3. Ich kann mir jetzt nicht zwingend vorstellen, dass sie reported wurde von ihren Mates wegen Grief. Aber ich würde den Grief drücken, sie war jetzt zweimal doch recht lange AFK und hat vorhin der Mate angefackelt. Die Sachen alleine für sich werden kein Grief wert, aber jetzt in der Summe kann man da schon mal einen Grief drücken. Würde ich auf jeden Fall machen. Oh, ist die Bombe da down? Ne, die ist da hinten down, okay. Autosnipe, viele würden da jetzt sagen, oh oh oh, da wird das Cheaten aber hart confirmed. Ja, wenn jemand Autosnipe hat, dann cheatet er auch. Ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem. Ah, vielleicht kannst du dir so ein bisschen durch die Wand gucken, aber ein Wallhack geht nicht so. Also ein Wallhack geht nur auf eine gewisse Distanz. Soweit ich weiß. Gehen Wallhacks nicht über die ganze Map, sondern sie gehen nur auf. Ich weiß nicht, ob sie jetzt von hier in den Eingang von Palace ganz hinten gucken kann. Ich glaube, das geht schon gar nicht. Beziehungsweise, doch, es gibt schon wiederum andere Hacks, die das dann wiederum eben verstärken, verbessern, wie auch immer. Aber, ich weiß das nicht. Die machen halt auch echt ein langsames Spiel. Es ist fast schon langweilig, was die da treiben. Die Boutique-Betreiberin ist schon völlig unausgelastet. Sie will ran. Sie will jetzt entweder ein paar Kills machen oder Fingernägel aufkleben auf deinen Mate zu schießen. Und sie pre-aimt da so krass hoch, also da ist auf jeden Fall was im Busch, eine Vision-Geschichte. Außer der im Window hat den ich würde sagen, das ist Grief. Die nervt den so hart, also sie schießt zu ihm hin, sie trifft ihn zwar nicht, aber sie schießt ihn an, was ihn den Fokus verlieren lässt. Das ist nicht in Ordnung, also mittlerweile ist das Grief-Konto auf jeden Fall voll bei ihr, das gibt einen Grief. Bei Vision, gut, davon weiche ich jetzt doch wieder ab, weil sie hatten einen Window-Spieler. Das heißt, der war auf der Karte markiert. Und wenn der Window-Spieler sagt, he's short, oder eben dementsprechend, dann kann man da auch hochaimen. Das ist wiederum erklärbar, warum sie dann da eben hingeaimt hat. Aber das wiederum... Und dann auch noch der Headshot, geht schon echt krass rein. Ha, es ist schwierig. Ich denke, da ist wahrscheinlich Vision und vielleicht sogar Aim im Busch, aber ich kann es nicht zu 100% sagen. Also wenn sie... Ach, sie defused, okay. Okay. Da ist die Hälfte, die Spielhälfte erreicht. Ich würde jetzt doch gerne nochmal was richtig Auffälliges sehen. Also, ich würde bei ihr eher zu Vision Assist raten als zu Aim, obwohl Aim möglicherweise auch da ist. Unten kommt jemand. Jetzt bin ich mal gespannt. Aus was für einem Grund bleibt sie jetzt hier stehen und knallt jetzt den ab, der da hochkommt. Also... Auf jeden Fall Vision Assist. Ich drücke ihr auf jeden Fall Vision Assist. Sie hat den beobachtet. Sie hat da hochgeguckt. Guck mal, Overwatcher, ich schaue gerade in den Himmel. Ich gucke gar nicht nach da unten, obwohl man ihn noch durchgehen da unten sehen konnte. Also in diesem Bereich hat man ihn gesehen. Vision Assist und Grief bekommt sie auf jeden Fall. Guck mal, wie sie auch nach dem eben geguckt hat. Sie war richtig erschrocken. Sie war bei ihm hier richtig erschrocken, bei Albatross. Lächerlich. Vision Assist ist am Regeln. Pass mal auf, ob sie jetzt hingeht, wenn Eclipse weggeht. Eclipse kommt jetzt leider zu sagen. Nee, Eclipse steht da am Rand. Und passt auf, jetzt geht sie hin und natzt ihn halt weg, ne? Er steht da rechts direkt neben der Tür. Gut, sie sieht den anderen auch. Das heißt für sie, sie kann nicht einfach so drauf gehen. Ja, aber sie bewegt sich schon so, dass sie weiß genau, dass da rechts einer ist. Sie weiß es zu 100%. Okay, lächerlich. Und ich denke, sie lockt auch ordentlich rein. Da kann man schon. Ja, sie lockt auch hart rein. Sie ist übrigens. Ich habe jetzt herausgefunden, dass sie. So 43, 44 ist also schon ein recht altes Kaliber, ne? Naja, kann man auch mal machen, oder? Man kann auch im hohen Alter noch cheaten, wenn man unbedingt will. Es gehen jetzt wieder 2 auf B. Jetzt bin ich noch gespannt, wie sie die wegreißt. Jetzt so durch die Halbsmoke. Achso, wie sehen die Stats eigentlich mittlerweile aus? Moment. Kurz anhalten. Warte! So. Bevor irgendwas passiert, was ich dann verpasse. 20-7. Ja. Boah.
Was hat sie jetzt vor? Unten lang? Ping. Also da sie triggert schon echt hart drauf, aber das könnte halt auch jedes Mal ein Flick sein. Habt ihr letztens meinen Wackshot gesehen? Im, was, im Podcast? Was habe ich denn da für ein Video gemacht? Ah, in dem Video, in dem ich erkläre, lasse jetzt, in diesem, der Dummerblatt gibt euch die Chance Video. Da habe ich einen Wackshot drin, sogar richtig so mit Zeitangabe, also gleich in 3, 2, 1 Wackshot. Und da habe ich einen insanen Shot, so wie sie gemacht. Ich laufe so rum, guck nach links und mach kurz so, flupp, und dann gebe einem einfach einen Headshot. Einfach so. Mittendrin. Das sah zu 100% so aus, als hätte ich einen Aim Assist. Wenn ich sowas sehen würde im Overwatch, würde ich einen Aim Assist drücken, zu 100%. Deswegen bin ich ja bei den Sachen einfach, gut, wenn sowas immer wieder passiert, dann kann man schon davon ausgehen, dass es gecheatet ist. Ja, Grief zu 100 Milliarden%, sie ist schon wieder AFK rumgestanden, so eine Kackvogelnase. Hat also jemanden angeflammt, hat den abgefuckt, indem sie ihren Mate anschießt oder um ihn drum herum schießt. Und ist AFK, das dritte Mal schon, sehr lange. Da ist auf jeden Fall einiges im Busch. Und den Vision Assist bekommt sie auch gedrückt. Da wird auch, denke ich, jeder andere Overwatcher dazu oder dafür stimmen. Der Account ist also weg zu 100%. Beim Aim Assist. Ich denke, viele werden noch Aim Assist dazu drücken. Ich werde es mal nicht machen. Achso, ja, jetzt habe ich hier am Ende noch die Geschwindigkeit an. Torfnase. Die Headshot-Quote ist bei 100%. Ich werde ja auch eine Aim-Unterstützung drücken. Das ist einfach zu krass. Bei dem Kackvogel Movement und Aiming ist es zu krass. Das kann mir niemand erzählen, dass da 100%ige Headshot-Geschichte noch am Laufen ist. Nee. Komm schon, drück ihm auch noch einen Headshot. Hat er einfach auf den Körper geschossen. Also, Vision Assist zu 100%, Griefing zu 100%, Other External Assist, weiß ich nicht. Und hier bin ich leider doch unsicher. Also, das ist wahrscheinlich, ich bin mir zu 90% sicher, dass sie einen Aim Assist hat. Aber der Vision Assist ist zu 100% klar und für den wird sie so oder so gebannt, weil es eine Major Disruption ist. Und, ja, weg ist sie. Bye, bye, Snitch, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.